wo in Ort drinnen sind, wo keine Ausweitungsmöglichkeiten mehr haben. Und die brauchen für den Winter die Anbindehaltung. Mit gewissen Regeln. Aber ich muss sagen, es ist ja jetzt schon das erste Mal auftaucht, die Kombihaltung. Ich hoffe, dass der Landwirtschaftsminister voll dahinter steht, weil der muss ja für die Landwirtschaft einstehen, auch wenn er kein Tierhalter ist. Aber Landwirtschaft ist wichtig und ich sage eins, unsere Almer und unsere ganze Landwirtschaft darinnen lebt von der kleinen Struktur. Wir brauchen jede Hand, die mithilft. Und ich sage euch eins, am Sommer müssen die Viecher auf der Alm, dass die Leute drunten im Tal die Arbeit machen können. Und die kleinbäuerlichen Betriebe leisten viel auf die Niederertragsflächen. Das kann ein großer Landwirt gar nicht leisten, was bei uns Bergwiesen, Buckelwiesen, Streuwiesen und wirklich schwer zu bewirtschaften Flächen von Kleinbauern bewirtschaftet werden. Wenn es keine Entlastung durch die Almwirtschaft gibt, dann werden viele sagen, dadurch kann ich kein Viech nicht mehr halten. Und wir reden hier von Flächenversiegelung. Der, der einen Laufstall bauen möchte, der soll ihn bauen. Der baut ihn aus wirtschaftlichen Gründen und weil er raus muss. Aber der, der ein Dorfdiener ist, da gehört es erhalten, dass der nicht aufhören muss, wegen seiner Regel, die wo eigentlich nicht nötig ist. Weil dem Viech geht es gut. Jeder Bauer kümmert sich, dass dem Viech gut geht, weil wenn er ein gutes Viech hat, dann gibt er Müll, dann kriegt er Fleisch, dann hat er was davon. Ausnahmen gibt es einmal, aber die gibt es in jedem Zweig, in jedem Betriebszweig. Aber die normalen Leute bei uns, die wo da herumstehen, da schaut ja jeder, dass er ein gesundes Viech hat. Und darum bitte ich darum, bei der Anbindehaltung oder bei der Kombihaltung um eine Unterstützung in Berlin. Ich bin da sehr froh, dass uns der Karl Bär von den Grünen da stark unterstützt hat. Wir waren in Berlin heuer drum, dann haben wir im Landwirtschaftsministerium und im Umweltministerium mit hohen Herrschaften reden dürfen und haben die überzeugen dürfen. Beim Wolf als auch bei der Anbindung und bei der Förderung. Drum, Herr Özdemir, ich hoffe jetzt, dass Sie ein bisschen Einsicht haben. Wir können im weiteren Verlauf der Tournee noch ein bisschen reden miteinander. Es gibt noch 4 Etappen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo wir miteinander sprechen können. Jetzt bitte um Ihre Ausführungen. Ja, sehr geehrter Herr Glatz, sehr geehrter Ministerpräsident Söder, sehr geehrte Frau Kollegin Landesministerin Kanniver, sehr geehrter Staatsminister Aiwanger, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag und aus dem Landtag, Herr Regierungspräsident Schober, Herr Landrat Lederer, die Herren Bürgermeister, Herr Präsident Felsner, meine Damen und Herren, vor allem liebe Einbäuerinnen und Einbauer. Ich wünsche gute Genesungswünsche, ich glaube im Namen von allen, an die Ilse Aigner ausrichten, die sich ja leider verletzt hat, heute deshalb nicht dabei sein kann. Ich habe aber auch gehört, sie sei die letzte Bundesministerin gewesen, die hier war. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, das muss sich ändern. Der Bundesminister ist kein richtiger Bundesminister, wenn er nicht wenigstens einmal die Almbegehung mitgemacht hat. Und zwar, ich sage Ihnen, bis zum Ende. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn man die Politikerreden am Ende der Almbegehung machen würde, dann wären sie etwas kürzer. Aber ich will versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie haben ja einige Bälle zugespielt, die will ich natürlich auch gerne aufnehmen als Fußballfan. Ich habe beim Zuhören beim Ministerpräsidenten an vielen Stellen gedacht, wenn das mit dem schönsten Bundesland nicht dabei gewesen wäre, hätte ich eigentlich vielleicht unterschreiben können. Sie werden mir nachsehen, Sie als Baden-Württemberger, wenn ich damit ausgewiesen werden möchte, an der Stelle natürlich nicht mit unterschreiben kann. Aber vielleicht können wir sie ergänzen. Der Süden des Landes ist besonders schön. Deshalb ist es, glaube ich, auch kein Schaden, wenn einer aus dem Süden im Bundeskabinett sitzt und versucht, unsere Art auf die Dinge zu schauen, in Berlin zu vertreten. Ob es immer erfolgreich ist, sei mal dahingestellt, ist, überlasse ich Ihrem Urteil. Wir haben ja zwischen Baden-Württemberg und Bayern immer so ein bisschen eine Freundschaft, aber auch ein freundschaftliches Frötzeln. Wir in Baden-Württemberg sind natürlich stolz drauf, dass wir das Auto erfunden haben, dass wir das Fahrrad erfunden haben. Hier in Bayern fuhr dafür der erste Zug. Wir sind stolz drauf, dass wir 50% mehr Patentanmeldungen haben. Über Berlin redet man am besten gar nicht. Draußen steht mein Audi unten. Bayerisch-baden-württembergische Co-Produktion, was die Produkte angeht. Sie sehen, wenn wir zusammenarbeiten, bringen wir eine Menge zusammen.
Hier gab es gerade das Stichwort Almwirtschaft. Ich weiß, dass Landwirtschaft hart ist. Almwirtschaft ist nochmal zackenhärter, ist besonders hart. Darum will ich auch als Bundeslandwirtschaftsminister sagen, ich kenne mich zur Almwirtschaft ohne jedes Wenn und Aber. Das ist menschengemachte Kulturlandschaft und dass wir die heute genießen können, das verdanken wir Ihrer harten Arbeit. Sie sorgen dafür, dass unsere Augen Freude haben, wenn wir hier die Natur genießen können. Sie sorgen aber auch, dass es unseren Mägen gut geht, wenn wir die wunderbaren Produkte, den Bergkäse und alles andere, die Milch genießen dürfen. Dafür herzlichen Dank. Und jetzt will ich auch auf die Themen kommen, denn wenn man sich zur Almwirtschaft bekennt, muss man natürlich auch logischerweise was zu uns. Ich will mal sagen, das Bundesnaturschutzgesetz wurde in der letzten Legislaturperiode geändert. Sie wissen das von meiner Vorgängerin. Die hat es geändert damals und zwar extra, um auf das Thema Wolf eine Antwort zu geben. Sie ist da an die Grenze dessen gegangen, was Europa zulässt. Insofern näher ran. Ja. Dann gang ich näher ran. Ich habe ein lautes Organ. Gut. Aber Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Okay, ich dachte schon, die pfeifen nicht, weil sie es gut finden. Also, meine Damen, meine Herren, wir haben bis an die Grenze dessen, was nach europäischem Recht möglich ist, das Bundesnaturschutzgesetz verändert. Das lässt nicht nur zu, dass der einzelne Problemwolf, der reißt, der den Zaun überspringt, genommen werden kann. Weil der Nachweis, den zu führen, das muss ich Ihnen nicht erklären, ist kaum möglich. Sondern es lässt sogar möglich, dass das gesamte Rudel entnommen wird. Das lässt das Bundesgesetz möglich. Ich sage nur, machen Sie es. Ich werde Sie nicht daran hindern. Der Bundeslandwirtschaftsminister wird Sie nicht daran hindern. Jetzt können Sie natürlich sagen, naja, aber die Umweltministerin, die wird uns dann daran hindern. Die Umweltministerin Steffi Lemke hat ebenfalls, das kann man nachlesen, sich dazu bekannt und gesagt, nehmen Sie mehr Wölfe. Also, mein Ratschlag, ich bekomme ja immer viele Briefe aus Bayern. Frau Kannibo und ich haben eine Art Brieffreundschaft. Ich habe es mal nachgezählt. Ich glaube, ich habe jetzt 30 Briefe in anderthalb Jahren bekommen. Jetzt weiß ich auch, was man als Landwirtschaftsministerin in Bayern macht. Briefe nach Berlin schreiben. Bin ich gut? Aber ich mache Ihnen das Angebot. Setzen wir uns zusammen und gucken, dass wir pragmatische Lösungen finden. Ich finde es sehr gut, dass der Ministerpräsident gesagt hat, dass er mit Frau von der Leyen spricht und guckt, wie wir da pragmatische Lösungen finden. Zum Thema Anbindehaltung. Schauen Sie, in dem Gesetzentwurf, den mein Haus vorgelegt hat, da ist eine starke bayerische Handschrift drin. Ich sehe den Karl Bär, der schon erwähnt wurde, der war auch den Ludwig Hartz und andere. Die haben da kräftig uns beraten. Aber ich musste da auch nicht überzeugt werden. Ich weiß, dass es klar ist, dass wenn wir wollen, dass diese Landschaft erhalten wird, dann brauchen wir die Rindviecher, dann brauchen wir diese Art der Landwirtschaft. Die Anbindehaltung, die ganzjährige, die wird und die muss auslaufen. Aber es ist auch klar, dass wir einen fairen Übergang schaffen. Und die Kombihaltung ist ein solcher fairer Übergang, der die Interessen des Tierschutzes, die Interessen des Naturschutzes und die Interessen unserer lokalen Landwirtschaft auf eine gute Art und Weise zusammenbringt. Ich finde, wir haben da einen fairen Vorschlag gemacht, wie wir den Übergang machen können. Auch da mein Angebot, wenn es im Detail noch Schwierigkeiten gibt, schauen wir uns das gerne an. Das ist ja jetzt im Bundestag, da wird es beraten. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir gute Lösungen finden. Und Ihr Ministerpräsident Herr Söder hat das Thema Fleisch angesprochen. Schauen Sie, ich meine, mir ist auch nicht an der Wiege gesungen worden, dass ich als erster Vegetarier Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft werde und jetzt das auflege, was vor mir andere versprochen haben, aber nicht gehalten haben. Ich habe niemanden dran gehindert. Die Empfehlungen der Borchert-Kommission, als es 0,5% Inflation in Deutschland gab. Als die Bundesregierung nicht wusste, was sie mit dem Geld machen soll. Ich hätte Ideen gehabt, weil sie beispielsweise in die Landwirtschaft stecken können. Als die Bundesregierung das nicht gemacht hat. Und da war kein grüner Bundesminister. Ich habe jetzt eine Situation, dass ich einen Krieg habe in der Ukraine. Ich habe eine Situation, dass ich eine Inflation habe, die Sie kennen. Ich habe eine Situation, dass ich einen Bundesfinanzminister habe, der jedes Jahr bei mir dreistellige Millionenbeträge einsparen möchte. Übrigens auch da begrüße ich Druck aus Bayern, denn der hilft mir, wenn Sie da aus der richtigen Seite Druck geben, dass wir da nicht an den falschen Stellen kürzen. Ich sehe den Kollegen. Also ich glaube, da können wir auch parteiübergreifend zusammenarbeiten, dass nicht beim ländlichen Raum gekürzt wird. Das vertieft die Gräben zwischen Stadt und Land nur noch weiter. Aber zurück zum Thema.
Ich mache jetzt den Umbau der Tierhaltung. Das, was meine Vorgänger beschlossen haben, packe ich jetzt kraftvoll an. Das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz ist keine Ankündigung. Es ist beschlossen. Danke auch dafür, dass wir das Bund und Länder gemeinsam machen konnten. Umbau des Baugesetzbuches, keine Ankündigung, beschlossen. Emissionsschutzverordnung, keine Ankündigung, beschlossen. Und dann hieß es, aber wir brauchen auch die Förderung über längeren Zeitraum. Darum habe ich ein Bundesprogramm aufgelegt, so wie es die Empfehlungen der Borchert-Kommission sind, mit einer Förderung über 10 Jahre beim Umbau. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt die Außerhausverpflegung. Nicht irgendwann diesen Herbst. Meine Beamten sitzen schon dran. Und dann gehen wir auf alle Nutztiere. Und dann hieß es, ja, aber was ist dann mit ausländischem Fleisch? Darum habe ich auch das Thema neben dem Tierhaltungskennzeichen, das Herkunftskennzeichen angepackt. Auch eine alte Forderung aus der Landwirtschaft. Das kommt jetzt. Wir haben es beschlossen und werden auch da Schritt für Schritt dafür sorgen, dass auf der Verpackung nicht nur draufsteht, wie es hier gehalten wurde, sondern auch woher es kommt. Denn wir wissen, dass unsere Tiere in Deutschland im Verhältnis zu vielen anderen Ländern in Europa Gott sei Dank besser gehalten werden. Und darum appelliere ich auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher, kaufen Sie regional, kaufen Sie Produkte aus Deutschland. Denn wenn die Verbraucher nicht mitmachen, dann können die Landwirte sich noch so strecken. Dann wird es nicht funktionieren. Am Essen sparen ist am falschen Ende gespart. Zum Schluss, ich habe ja gesagt, dass ich nicht zu lang reden möchte. Herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Ich bin ein großer Fan davon, dass man die Sachen mit Maß und Mitte bespricht. Wir leben gerade in einer Zeit, wo die Radikalisierung an den Rändern immer stärker wird. Da liegt kein Segen drauf. Ich glaube nicht, dass irgendein Demokrat was davon hat, wenn wir uns coram publicum, muss ich selbstkritisch sagen, in Berlin sind wir auch kein gutes Vorbild, was das angeht. Aber wir tun uns alle keinen Gefallen. Keiner von uns profitiert. Nur die Radikalen werden stärker. Ich komme aus einem Bundesland, da haben wir einen Ministerpräsidenten, der sagt immer Politik mit Maß und Mitte. Und ich habe viel von ihm gelernt. Und das ist auch mein Motto. Lassen Sie uns gern zusammensitzen. Ich bin ja nachher dabei bis zum Ende der Haupteinbegehung. Mit mir kann man schwätzen. Ich habe mal gesagt, wer sich mit mir nicht einigen kann, kann sich mit niemand einigen. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Herzlichen Dank, dass ich diese wunderbare Natur genießen kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und nochmals herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Almbäuerinnen, Almbauern, ich kann nur eines sagen. Es ist wieder eine Freude, heute dabei zu sein. Wenn der Journalist in Kammert, es regnet, wenn es so schön ist, sag ich mal so, lieber Regen als Waldbrände bei uns in Bayern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin wirklich gern da und ich sage erst einmal, bevor ich zu Problemen komme, und zu dem, was wir dagegen tun müssen, ein Dankeschön. Ein Dankeschön für eure Arbeit. Bayern ist, ich überzeuge mir, Herr Bundesminister, das schönste Land der Welt. Ja? Und dieses schönste Land der Welt lebt von Tradition, lebt von Modernität, lebt von Natur und Kultur. Und bei euch kommt Natur und Kultur und Wirtschaft zusammen. Warum sind unsere Almen in dem hervorragenden Zustand? Weil sie über Jahrhunderte gepflegt worden sind, weil sie bewirtschaftet worden sind. Deswegen ist nie der richtige Weg, quasi Bewirtschaftung nicht zu machen. Wir pflegen die Natur mit Bewirtschaftung. Und deswegen an alle, die dabei sind, ein herzliches Dankeschön für eure super Arbeit. Herzlichen Dank. Ich bin heute gekommen, um ein Versprechen, das ich gegeben habe, zu zeigen, dass wir es gehalten haben. Lieber Bundesminister, der Wolf gehört nicht zu uns. Der Wolf gehört nicht nach Bayern. Und der Wolf gehört auch nicht auf die Alm, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Wolf ist eine Herausforderung schlechthin. Und wenn ich das so sehe, und wir haben es gehört, zu glauben, dass der Wolf nicht gut erhalten wäre, ist ein falsches Einschätzung. Wir haben erlebt, dass es Rudelbildungen gibt. Wir erleben, dass er reist. Wir erleben, dass er zu den Höfen geht. Wir erleben, wie viele herausgefordert sind. Und übrigens, es sind Wölfe. Es ist nicht in Berlin, wo man lange nicht gewusst hat, dass der Löwe doch eine Wildsau war, meine Damen und Herren. Es sind Wölfe, die bei uns in Bayern sind. Das kann ich das sagen. Und deswegen, weil der Erhaltungszustand nicht nur gut ist, sondern mittlerweile eine Gefahr darstellt, weil wir mit Zäunen nichts erreichen können, haben wir lange gekämpft dafür. Ich sage es auch sehr deutlich, viele haben sich nicht getraut. Zuständigen Ministerium. Man hat dann die Vorschläge gemacht, die endlosen Gutachten mit DNA, um den einen Wolf zu finden, den einen Wolf dann irgendwie zu entnehmen
in XY-Manier nach dem Motto, ein Fahndungsfoto zu haben, der eine bitte wollt. Es funktioniert nicht. Wir haben entschieden, ich habe entschieden, die Verordnung deutlich auf den Weg gebracht, dass die Entnahme vom Wolf möglich ist. Ein Riss kann schon ausreichen, weil für uns ist klar, die Alm braucht keine Wölfe, wir brauchen auch keine Zäune, sondern wir brauchen Sicherheit für die Almwirtschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt haben wir letzte Woche noch eine gute Nachricht gehabt. Ich habe letzte Woche Frau von der Leyen getroffen, die war bei uns im Bayerischen Kabinett. Und sie sagt, sie finde die bisherige Regelung in Europa nicht gut. Dass der Erhaltungszustand national abgebildet wird. Dass der möglicherweise auch nur national gemeldet wird. Sie sagt, es gibt Regionen, sagen wir mal so, in Berlin und München, gibt es vielleicht aber zwei. Aber keine vierbeinigen, ja? Da ist es klar, dass das Herausforderung ist, aufs ganze Land ziehen. Aber in bestimmten Regionen ist es eine echte Herausforderung. Und weil die Herausforderung da und stark ist, ist sie dafür, wir hoffen, es kann umgesetzt werden, dass man künftig den Erhaltungsbestand, den Erhaltungszustand regional organisiert und, Achtung, wichtig, dass das dann nicht Berlin meldet, sondern die Regionen melden. Das wäre ein Riesenfortschritt, dann gibt es auch Rechtssicherheit. Und deswegen bitte ich auch alle, die gegen Verordnungen klagen, sagt's Ihnen gleich, wenn da einer klagt dagegen, es ist das gute Recht, wir werden dann eine neue Verordnung machen, weil wir das nicht akzeptieren, dass unsere Almwirtschaft am Ende aufgegeben wird, weil der Wolf diese Herausforderung ist. Wir wollen reagieren, wir sind ein starker Rechtsstaat, wir können das, wir brauchen aus Brüssel die Unterstützung, dann wäre Berlin gar nicht mehr so wichtig und dann machen wir das bei uns selbst, weil wir in Bayern das tun wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens, wir haben hier eine bestimmte Form der Tierhaltung und ich sage das abdeutlich. Es gibt bei uns in Deutschland Riesendebatten um Landwirtschaft. Bayern ist die landwirtschaftliche Produktion die zweitwichtigste Exportsäule. Die ganze Welt isst und trinkt gern bayerisch, man könnte es auch noch härter formulieren. Und es produziert die Landwirtschaft. Und dazu gehört nicht nur Gemüse, Salat, dazu gehört auch Tierhaltung und Fleisch. Was hier für eine Liebe in der Tierhaltung ist, wird viel zu wenig respektiert. Von manchen sogar diskreditiert. Wir lehnen das ab. Und ich finde auch, dass die Kombihaltung, wie sie hier geprägt wird, weiter möglich sein muss. Es heißt dann, wir verbieten kein Fleisch. Aber wir bieten es halt umgekehrt immer an. Für uns in Bayern ist wichtig. Und bei uns in den staatlichen Kantinen wird es keine Vorschrift geben, dass es nur vegetarisch gibt. Es gibt auch vegetarisch. Aber es wird auch Fleisch geben, es wird auch Wurst geben und es gibt vor allem auch regional. Bei aller Bedeutung von Bio und konventionell ist beides gut. Hauptsache regional und regional erzeugte Lebensmittel aus Bayern sind wie die besten der Welt und wir wollen es auch in der Zukunft so fortsetzen, meine Damen und Herren. Und ein letztes. Michael Erkaniber würde es noch sagen, wir haben die Bauernbergbauprogramme deutlich ausgeweitet. Wir geben und machen, was wir können. Wir wünschen uns insgesamt, dass das auch Unterstützung findet. Wir hören gerade in Berlin, vielleicht ist das nur eine Nachricht gewesen im Rahmen der Haushaltsverhandlungen, wenn Ökolandbaumittel reduziert. Hier stocken sie auf. Man muss sehr genau überlegen, ob man die Ziele erfüllt, wenn man in Berlin die Mittel zerfließt. Wir wollen übrigens auch unsere Lebensart behalten. Wir sind alle für den Klimaschutz. Wir haben ambitioniertere Ziele als andere in Bayern, wir investieren mehr als andere. Wir sind bei erneuerbaren Energien, hat der Habeck uns gerade gemeldet, bei installierter Leistung, klar in Deutschland Nummer 1. Das ist keine Frage. Aber ich sage Ihnen auch, bestimmte Dinge sind nicht verbunden mit unserer Lebensart. Wir wollen mehr Freiheit und mehr Anreize statt Verbote und Sanktionen. Und deswegen bleiben wir dabei. Für uns ist Holz ein nachwachsender Rohstoff. Und deswegen muss auch Heizen künftig mit Holz noch möglich sein. Ein Verbot wäre der absolut falsche Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein letztes dazu. Ich finde, und Dankeschön an all die Familien, die hier sind. Es sind ja überwiegend Familien. Und es sind Familienbetriebe. Und viele Familienbetriebe sind bei uns heute besorgt, was passiert eigentlich mit ihrem Besitz? Wenn Steuern ständig erhöht werden, beispielsweise eine Erbschaftssteuer, dann führt es dazu, weil Bayern besonders attraktiv ist, die Preise besonders hoch sind, dass viele sich möglicherweise im Erbfall gar nicht mehr leisten können, Elternhaus hoch und Besitz zu halten, weil die Steuern so sind. Es liegt daran, dass viele nach Bayern kommen und wollen, nicht nur heute. Und ich finde das nicht fair. Ich finde, die Erbschaftssteuer aufs Elternhaus, die Erbschaftssteuer auf den Hof, auf den Familienbesitz,
Die muss weg, meine Damen und Herren. Deswegen klagen wir auch in Karlsruhe, weil wir überzogen Erbschaftssteuern falsch finden. Am Ende kaufen Leute von irgendwoher, kaufen den gesamten Grund und Boden und Familien können sich ihr Eigentum nicht mehr leisten. Das wollen wir in Bayern nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Satz. Mir ist eine Ehre, dabei zu sein, und ich sage es auch sehr offen, wenn wir Gäste aus dem Ausland haben, ich muss eigentlich immer gar keine Auslandsreise machen, ich komme immer alle, ja? Jeder Präsident und natürlich die wichtigsten Bundesminister, normaler Bayern, dann in der Regel freundlich begrüßt. Ich glaube immer, aber in der Regel, nein, das passt schon, kein Problem. Und wir wollen einfach, dass wir weiter so erfolgreich sind. Und zu Bayern gehört modernste Technologie, gehört aber Natur, gehört die Landwirtschaft. Es ist untrennbar mit unserem Land verbunden. Es ist Teil unserer Lebens- und Alltagskultur. Und zwar nicht nur unter dem Motto, es ist jetzt irgendwie ein Nationalpark, sondern Bewirtschaftung. Die Alm ist weder Disneyland, noch ist sie ein Ruheraum, sondern sie ist auch für die Bewirtschaftung da. Und deswegen wird es ohne Almwirtschaft nicht gehen. Unser Ziel ist, sie zu fördern, zu unterstützen. Und diese Lebensform, diese Bewirtschaftungsform, die seit langer Tradition erfolgreich ist, die wollen wir auch in Zukunft erhalten. Dafür steht ein Ministerpräsident, dafür stehe ich auch ganz persönlich. Obwohl ich kein Almbauer bin, was man weiß, stehe ich dazu, weil ohne euch wäre Bayern ein ganzes Stück ärmer. Herzliches Dankeschön für die Arbeit, viel Erfolg und weiter so, wir kämpfen gemeinsam. Dankeschön. Danke für eure Arbeit. Ihr zeichnet wahrlich das Gesicht Bayerns. Das ist mit einem Spruch über gut gesagt gewesen. Die Landschaft ist ein Geschenk des Himmels, aber der Rest ist verdammt harte Arbeit. Und mich freut es auch, dass der bayerische Ministerpräsident und auch so viele aus der Politik heute gekommen sind. Und allen voran möchte ich aber auch sagen, wenn er schon meiner Einladung nicht gefolgt ist, der Bundesminister, umso mehr freut es mich, dass er heute da ist und auch unseren Worten lauschen kann. Ich befürchte nämlich, dass die Brieffreundschaft tatsächlich auf der Arbeitsebene gelandet ist. Und ich werde nicht müde werden, lieber Herr Özdemir, weiterzuschreiben. Also Sie sehen ja, wenn Sie sagen, mindestens 30 Briefe, das wird wahrscheinlich nicht langen. Wir hören auf damit. Ja, wir hören deswegen nicht auf damit, weil vieles, was Sie heute gesagt haben, wirklich schöne Worte sind. Und ich bin ehrlich, die Bundesminister geworden sind, ich habe mich sogar gefreut, weil ich gesagt habe, ein Mann des Südens, ein Mann aus Baden-Württemberg, ein die Strukturen aus dem Süden Deutschlands kennt, das kann ja gar nicht schlimm sein. Ja, aber aus den ganzen Ankündigungen ist bedauerlicherweise eben nichts angekommen. Und ich möchte gleich beginnen. Sie haben über die Nutztierhaltung gesprochen. Sie haben gesagt, Sie wollen es umbauen. Das ist einfach nicht wahr. Sie bauen sie knallhart in einer Geschwindigkeit ab, dass es uns eben gar nicht lieb sein kann. Sie haben Borchert angesprochen. Warum haben Sie es nicht umgesetzt? Warum werden Sie nicht einig mit einem Bundesfinanzminister, das umzusetzen, was die ursprüngliche Regierung aufgesetzt hat? 4 Milliarden Euro pro Jahr bräuchten wir für den Umbau hin zu mehr Tierwohl. Was kommt an? 250 Millionen Euro pro Jahr. Und ich bitte darum, reden Sie sich nicht raus auf einen Bundesfinanzminister, wenn man es ernst meint mit der Nutztierhaltung, und die brauchen wir. Ja, die brauchen wir. Dann brauchen wir auch mehr Geld und damit auch die Programme. Sie haben gesagt, die Herkunftskennzeichnung, ja, die wird ausdrücklich begrüßen. Ausdrücklich würden wir sie begrüßen. Und warum das so wichtig ist? Fleisch aus dem Ausland natürlich trotzdem reindrückt. Und der Verbraucher wird sein Verhalten auch nicht so schlecht oder nicht so schnell verändern. Deswegen braucht es auch hier die klare Kante. Und ich bin in einer tiefen Sorge und ich sage es Ihnen auch. Lieber Herr Özdemir, Sie sagen immer, wie die Union hat den Strukturwandel vorangetrieben. Das stimmt so nicht, ja? Den Strukturwandel in der Landwirtschaft hat es immer gegeben. Wegen der Digitalisierung, wegen der Mechanisierung. Natürlich wird es auch so sein. Aber jetzt haben wir zum ersten Mal tatsächlich einen Strukturbruch zu verzeichnen. Wir sehen, dass die Tierzahlen ganz beständig zurückgehen, weil unsere Bäuerinnen und Bauern eben keine Planungssicherheit haben. Weil man nicht weiß, wie man weitermachen soll, wie man planen soll, vor allem wie man das Ganze auch finanzieren soll. Und deswegen erwarte ich von Ihnen, dass Sie heute auch auf dem Weg dorthin, während Sie die Wanderung mitmachen, ich begrüße das ausdrücklich, weil dann haben die Bäuerinnen und Bauern Zeit, Ihnen die Meinung nochmal zu sagen. Ich muss dann leider zurück nach München, weil ich mich um die Gützocher Bauern kümmere mit der bodennahen Gülleausbringung. Aber was mir wichtig ist, dass Sie es einfach für sich verinnerlichen.
Bauern, Bäuerinnen und Bauern in die Augen schauen. Und da geht es nämlich um die Kombihaltung. Sie haben ganz klar in ihrem Koalitionsvertrag verankert, dass sie das Ende der Anbindehaltung haben wollen. Wir erwarten von Ihnen aber den Kampf für die Kombihaltung. Das sind 11.000 Betriebe in Bayern, bei denen die Lichter ausgehen. Und glauben Sie es mir, wenn einmal eine Stalltür zu ist, geht sie nicht mehr auf. Und ich erwarte von Ihnen ein Stück weit Rückhalt, ein Stück weit Unterstützung für genau diese Nutztierhaltung, die natürlich naturverträglich, aber auch tierschutzrechtlich auch völlig in Ordnung ist. Denn alle Praktiker und alle Experten sagen uns, dass die Tiere gerne auf der Weide sind, aber sie sind genauso auch gerne, gehen sie gerne wieder zurück in den Stall, auf den eigenen Platz und sind gerne am Futtertrog ohne Futterneid oder sonst irgendwelche Probleme. Also, und ich danke da ausdrücklich, es gibt eine Grüne, die ich sogar fast... Und es gibt sogar eine Grüne, die das verstanden hat, das ist die Tessie Lödermann. Treffen Sie sich mit ihr auf einen Kaffee, die kann sie Ihnen erzählen. So, und jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Wolf. Sie haben gesagt, das ist alles umgesetzt, was man rechtlich brauchen würde. Das ist auch nicht der Fall. Das ist auch nicht der Fall. Es ist schlichtweg nicht wahr. Wir brauchen europäisches Naturschutzrecht im deutschen Bundesnaturschutzrecht, damit einfach auch die schadensunabhängige Entnahme leichter passieren kann. Wir wollen hier eine klare Möglichkeit und vor allem brauchen wir ein Monitoring, damit wir wissen, wie viele Wölfe tatsächlich da sind. Aber eigentlich, sagen wir uns doch mal ganz ehrlich, liebe Almbäuerinnen und Almbäuer, wir wissen es ja schon. Deutschland hat so viele Wölfe wie Schweden und Norwegen zusammen, verdammt nochmal. Und es kann nicht sein, dass man darüber hinwegschaut und sagt, dann entnehmen wir da mal einen Wolf und da. Wir brauchen eine ganz klare Bestandsentnahme. Wir müssen wissen, wie viele Wölfe wir tatsächlich pro Jahr auch entnehmen können. Genauso wie es Frankreich macht, genauso wie es Schweden macht. Warum kann Deutschland das so nicht auf den Weg bringen? Der IUCN hat sich ausgesprochen, der Wolf ist nicht mehr gefährdet. Aber lieber Herr Bundesminister, unsere Almbäuerinnen und Almbauern stehen mittlerweile eigentlich auf der roten Liste. Wir wollen unsere Almbauern nicht verlieren. Wir brauchen den Schutz für unsere landwirtschaftlichen Betriebe, dass auch nicht nur die Familien, die Tiere, aber vor allem auch die Kulturlandschaft weiter existieren können. Der Herr Mergener möchte, dass ich etwas zum Herdenschutz sage, sehr, sehr gerne. Der Herdenschutz wird in Bayern in einer wirklich großartigen Art und Weise finanziert. Und genau das ist ein Wunderpunkt, Herr Mergener. Ich freue mich so, dass Sie das jetzt gesagt haben, dass ich dazu Stellung nehmen kann. Man spricht immer davon, beim Bund Naturschutz und bei allen Naturschutzverbänden, und ich bin ein Freund vom Naturschutz, aber man spricht immer davon, dass wir tatsächlich ja unsere Natur verbinden müssen, dass wir Biotopverbände schaffen müssen, grüne Streifen bilden müssen. Und genau dann durchschneiden wir die Landschaft mit diesen Zäunen. Und bitte einmal zum Mitschreiben für alle. Wenn man Bayern einmal zäunen will zum Schutz für unsere Almwirtschaft, dann bräuchten wir 57.405 Kilometer Zaun mit einem Kostenpunkt von 500 Millionen. Dann hätten wir eine zerschnittene Landschaft, die wir auf keinen Fall so haben wollen. Und was das für das Wild bedeutet, was das für die tatsächliche Biodiversität bedeutet, glaube ich, brauche ich niemanden erklären. So, und jetzt kommt noch eine Forderung zum Schluss. Vieles ist schon gesagt worden, auch zum Thema Veganismus. Ich will da gar nicht einsteigen. Aber für mich ist ganz entscheidend. Ein Thema, lieber Herr Bundesminister, ist mir noch ein Herzens. Und zwar das Thema Mercosur. Ich bin ein Freund von Handelsabkommen. Aber es kann doch nicht sein, dass gerade diese Bundesregierung Mercosur in dieser jetzt ausgearbeiteten Form als gut empfindet. Man reist tatsächlich mit dem Herrn Bundeswirtschaftsminister nach Brasilien und fordert und schaut und versucht sogar Einwohner noch zu belehren, was man mit dem Regenwald alles nicht anstellen sollte. Aber auf der anderen Seite unterstützt man genau die Produktionsweisen, die wir für unsere Landwirtschaft auf keinen Fall akzeptieren können. Deswegen auch da bitte ich, klare Kante zu zeigen. Wir brauchen hier keine schönen Worte. Ich stehe an der Seite der Almbäuerinnen und Almbauern, aber vor allem
an der Seite der bayerischen Landwirte. Und deswegen werde ich nicht müde werden, weitere Briefe zu schreiben. Und wenn es passiert, fahren wir auch nach Berlin zum Demonstrieren. Vielen Dank. In diesem Sinne, Gottes Segen für unsere bayerische Landwirtschaft, für unsere Almbäuerinnen und Almbauern, dass eine gute Saison umbringt, dass unfallfrei alles vonstatten geht. Passt auf euch. Gottes reichen Segen für euch und eure Familien. Vielen, vielen Dank. Minister, liebe Michaela, liebe Damen und Herren der Verbände des Bauernverbands und alle Gäste. Ich glaube, wenn es regnet, die Almbauern und die, die sich dafür interessieren, sind hart gesotten und halten es heute aus. Wir stehen auf jahrhundertealtem Kulturland. Unsere Vorfahren ja in harter Arbeit diese die Landwirtschaft so hergestellt haben, dass sie als Almbetriebe leistungsfähig sind. Und genau das gilt es zu erhalten. Und ich glaube, wir müssen heute schon die Verantwortlichen benennen. Es soll nicht in einem parteipolitischen Schlagabtausch münden, aber trotzdem benennen, ja, wo der Hase im Pfeffer liegt. Meine Damen und Herren, wir meinen das Weltklima zu retten, wir meinen den Weltfrieden sichern zu können und sind nicht einmal in der Lage, den Wolf in den Griff zu kriegen. Und das seit Jahren ist das Thema bei diesen Almbegegnungen. Und da muss ich schon sagen, dass einfach hier auch von Berlin nicht die richtigen Weichen gestellt werden, sehr geehrter Herr Özdemir, dass einfach eine Frau Lemke zu den Ländern sagt, ja, ihr dürftet ja, weil sie genau weiß, sobald irgendwo eine Abschussgenehmigung ausgesprochen wird, wird es beklagt und in 9 von 10 Fällen scheitert es dann vor Gericht. Sie haben vorher gesagt, ja, ganze Rudel. Nur noch nie passiert in Deutschland, weil es an der Realität scheitert. Eine Frau Lemke eben zu den Ländern sagt, bitte entnehmt den Wolf, Klammer auf. Ich hoffe, dass das der Jury in der Klammer zu und sagt sie oder denkt. Dann tritt sie in Brüssel auf, ihren grünen Amtskollegen, der andere, und beklagt wird. Kommission, dass jetzt die Entnahmemöglichkeit gelockert werden soll. Also protestiert in Brüssel dagegen, was sie zu Hause den Leuten Sand in die Augen streut. Und deshalb erwarte ich auch von Ihnen, Herr Özdemir, dass Sie mit Frau Lemke wirklich ernsthaft reden. Und ich erwarte von dieser Bundesregierung, dass endlich der günstige Erhaltungszustand für den Wolf festgestellt wird. Dann haben es nämlich die Juristen nicht mehr so leicht, den Wolfsabschuss zu verhindern. Wir müssen einfach feststellen, 2000 Wölfe in Deutschland sind zu viel. Die vermehren sich jedes Jahr um 30%. Also muss ich nach Adam Riese jedes Jahr 100 entnehmen dürfen. Und dann schadet es dem Bestand nicht nur nicht, sondern dann nutzt es ihm vielleicht sogar, weil nicht so viele Problemwölfe produziert werden, die dann immer übergriffiger werden. Also Punkt 1, günstiger Erhaltungszustand feststellen. Und zwar lieber heute als gestern, meine Damen und Herren. Oder lieber heute als morgen. Zweiter Punkt, Kombihaltung. Auch hier die klare Botschaft, wir müssen hier die Planungssicherheit haben, auch für die Anbindehalter. Wir hatten in Bayern in den 70er Jahren über 300.000 Milchviehhalter. Wir haben heute nur noch 20.000. Also nicht mal einer von 10 hat überlebt. Und von diesem einen von 10 sind heute noch gut die Hälfte Anbindehalter. Und wenn Sie reden vom Umbau der Tierhaltung, dann wird es in den meisten Fällen nicht bedeuten, dass die Kuh von der Anbindehaltung in den neuen Laufstall marschiert, sondern dann bedeutet es, dass sie ins Schlachthaus marschiert. Weil der Bauer sagt, ich baue nicht mehr um von Anbindehaltung auf Laufstall, sondern die Kuh wird sterben. Das haben dann diese Tierschützer auf dem Gewissen. Seit Jahrhunderten hat diese Haltung funktioniert und sie sagen, okay, die wird jetzt umgebaut, dann werden ein paar Fördergelder in Aussicht gestellt und wenn es ernst wird, ist keiner da. Der Bauer kann sie verschulden, wird alleine gelassen und am Ende sagt er zum Jungen, du, hör mal lieber auf, bevor wir uns den Zirkus antun. Dritter Punkt, Brennholz, erneuerbare Energie. Auch hier habe ich vermisst,
dass seitens des Bundesagrarministeriums im Kabinett oder sonst wo ja die Fahne gehoben worden wäre für die Waldbauern oder auch zu Zeiten, wo das Biogas so unter das Feuer genommen wurde. Ich bitte Sie auch hier, diese Möglichkeiten, erneuerbare Energien in Bayern zu erzeugen, zu unterstützen und nicht ja als fünftes Rad am Wagen bestenfalls zu akzeptieren, ohne die Nutzung unserer Wälder. Werden diese Wälder nicht gepflegt, wenn man kein Brennholz mehr verkaufen kann, rentiert sich in der Regel die Bewirtschaftung der Wälder nicht. Sie wissen, dass es Ideologen gibt, die die Wälder stilllegen wollen. Die Wälder ungepflegt sind weniger klimaresistent wie gepflegt, weil sie viel nicht aufwachsen, weil die Bäume zu wenig Wurzeln haben, zu wenig Krone haben, damit bei Trockenheit ja umfallen, dürr werden und dann das CO2 ungenutzt und in die Atmosphäre geht, anstatt dass man die Holz über Hackschnitzel nutzt und am Ende damit viele Energieträger verdrängt. 35% Bayern bewaldet. Wir wollen diese weiterhin nutzen und nicht mit immer mehr Stilllegungsdebatten, mit immer mehr schlechten Gewissen Vorschriften hier die Dinge unmöglich und ich bitte sie inständig, jetzt bei der Korrektur im Heim auch im Kleingedruckten hinzuschauen. Nicht, dass oben steht, ja, Holz ist wieder zugelassen und im Kleingedruckten steht, aber man darf damit kein Feuer machen. Meine Damen und Herren, Sie müssen da aufpassen, dass kein Unsinn passiert. Nächster Punkt, Thema Gülleaus, Ebbschläuche, Berggebiete, hügelige Landschaften. Viele Landwirte werden aufhören mit der Tierhaltung, wenn sie ab 2025 nicht mehr mit der Breitverteilung Gülle ausbringen dürfen, weil das in vielen Flächen schlichtweg praktisch nicht funktioniert, sinnlos teuer wird und am Ende der Vorteil nicht erkennbar ist. Natürlich gibt es Zuschüsse für Schleppschläuche, für Güllegruben und so weiter und extreme Bergregionen sind genommen, aber trotzdem, viele Landwirte sagen uns täglich, wir brauchen auch weiterhin die Möglichkeit, mit Breitverteilung auszubringen. Bitte ermöglichen Sie das, auch seitens der Bundespolitik, dass gerade Bayern mit den schwierigen topografischen Verhältnissen, und die haben wir ja in Baden-Württemberg genauso, hier Ausnahmen bekommt, dass man hier die Realität anerkennt und sagt, wir können diese Landwirte nicht ja, ins Messer jagen, kauf entweder die teure Technik oder hör auf, viele werden aufhören. Nächster Punkt, rote Gebiete, auch hier bitteschön, in Berlin die Möglichkeit eröffnen, dass hier nach Nährstoff- und Düngebilanz gedüngt werden kann und nicht am Ende hier, ja, hier weiterhin mit den Messstellen, mit den roten Gebieten ja ein Versteckspiel betrieben wird, wo wir heute erkennen, dass dieses Messstellennetz niemals so aufgebaut werden kann, dass es praxistauglich hier abgewickelt wird. Nein, da ist nicht unser Minister Schulz, das wird es uns gerne rüberschieben. Ich will jetzt nicht zurückschießen, das macht man an anderer Stelle. Meine Damen und Herren, ich sage ganz klar, dass wir hier diese Möglichkeit der Güllegruben auch von Brüssel und von Berlin wieder besser ermöglicht haben wollen in Bayern. Und letzter Punkt, das Thema Bio, das Thema Lebensmittel und so weiter. Meine Damen und Herren, die letzte von Penny mit Warenpreisen. Komischerweise sind diese Warenpreise wieder nur auf die Tierlebensmittel angewendet, die vor Ort in der Region erzeugt werden. Wurst, Joghurt, Käse, bösen Lebensmittel, denen man höhere Preise aufs Auge drückt, nicht den Weintrauben aus Südafrika, die um die halbe Welt geflogen werden. Die sind brave, die sind ja vegan oder vegetarisch. Und Fleisch und Wurst ist böse. Nein, meine Damen und Herren, andersrum ist, die kurzen Wege zählen, die kurzen Wege sind die richtigen Wege und deshalb bitte ich Sie, auch hier bei der Debatte um die Mehrwertsteuer, wenn wir Lebensmittel entlasten in der Mehrwertsteuer, nicht zu sagen, Salat, Tomaten, Kiwi und so weiter sind die Braven und Wurst und Käse und Joghurt ist das Böse. Denn ohne Käse und Joghurt wird diese Alm nicht mehr beweidet, weil die Kuh genau das erzeugt, weil sie aus dem Gras Joghurt und Käse macht. Und wenn wir die Kuh hier nicht mehr haben, dann erzeugt die keine Kiwis und keinen Salat, sondern dann wächst hier zu. Also bitte stellen Sie Regionalität vor Ideologie, stellen Sie Regionalität
vor Pflanze und vor Bio. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich bitte Sie abschließend, schaut auch hin bei den ganzen Machenschaften jetzt im Lebensmitteleinzelhandel, wo wir hier jetzt dauernd die Themen haben, dass hier ja der Preisdumping-Wettbewerb bei den Bauern ausgetragen wird, jetzt mit diesen Preiserhöhungen das schlechte Gewissen der Bürger ausgenutzt wird. Okay, ganz klar, das ist der falsche Weg. Hier wird das Bundeskartellamt gefordert, die marktbeherrschenden Strukturen im Einzelhandel mal zu durchleuchten. Wir brauchen wieder mehr regionale Strukturen. Wir bräuchten wieder die kleineren Schlachthöfe, den kleinen Dorfmetzger, den Bäcker, den Direktvermarkter. Die müssen wir stützen, den wir an der Seite unserer Bergbauern, unserer Almwirtschaft, die müssen wir schützen. Wenn wir das als Politik nicht hinkriegen, dann haben wir versagt. Vielen Dank, alles Gute, meine Damen und Herren, und macht weiter auf euren Almen, ihr braucht euch. Dankeschön. Ja, wir haben heute schon viel gehört, haben schon viel Hinweise bekommen, was die Politik besser machen kann, was sie schon gemacht hat. Aber wir haben noch einige Hausaufgaben vor uns. Und wenn ich nur das Thema Wolf anschaue, wir haben vor 10 Jahren gar nicht geglaubt, dass das Thema mal so präsent wird bei uns. Aber jetzt müssen wir halt auch handeln. Jetzt müssen wir handeln auf allen Ebenen. Bayern hat gehandelt, Europa hat sich bewegt. Und lieber Kollege Özdemir, vielleicht können wir die Steffi Lemke auch noch dazu bewegen, dass sie den guten Erhaltungszustand für Deutschland meldet, weil wir haben riesige Probleme hier in der Alpenregion, aber auch, ich denke nur an Brandenburg, ich denke an Niedersachsen, überall haben wir große Probleme mit dem Wolf. Wir brauchen eine rechtssichere Lösung, wo auch der Jäger rechtssicher den Wolf entnehmen kann. Er kann nicht auf dem Hahn sitzen und schauen, ist jetzt das der freigegebene Wolf oder ist das irgendein anderer, sondern ich muss einfach eine Rechtssicherheit haben, wann ich dem Wolf entnehmen kann. Und deshalb sind wir gefordert, auf allen politischen Ebenen da noch mehr zu liefern. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen noch wesentlich mehr liefern. Und ich will auch ein paar Worte sagen zur Anbindehaltung. Wenn man die Tiere hier erlebt, und gerade stand bei euch zufälligerweise ein Rind, und das ist deswegen so ruhig dagestanden, weil es wahrscheinlich im Winter angebunden ist. Ein Laufstalltier wäre davon gelaufen. Lasst euch das einmal vor einem Bauern erklären. Das wäre davon gelaufen, die würden gar nicht zu uns herkommen. Die sind zutraulich Anbindetiere, die sind das Streicheln gewohnt, die wollen auch streichelt werden und die sind da auch dankbar. Aber wir brauchen auch, wenn ich gerade zu mir nach Franken schaue, eine Lösung für die Anbindehaltung, die das ganze Jahr eine Anbindehaltung haben, die keine Alm vor der Haustür haben. Da brauchen wir auch eine Lösung, da brauchen wir lange Übergangsfristen. Und ich sage auch dazu, ich weiß, dass unsere Bauernfamilien wirklich ihren Beitrag zum Tierschutz leisten wollen und ihn auch leisten. Aber wir müssen diesen auch honorieren. Wir wissen genau, der Verbraucher will es immer honorieren, aber wenn es dann an der Supermarktkasse rangeht, dann ist man etwas zurückhaltender. Wir müssen auch hier diese Arbeit unserer Bauernfamilien entsprechend honorieren. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, wenn ich jetzt schon da bin, weil wir derzeit ja eine schwierige gesamtpolitische Situation haben. Wir merken jetzt, wie wertvoll bäuerliche Arbeit ist, wie wertvoll es auch ist, dass man Lebensmittel produziert. Das Aufkündigen des Getreideabkommens von Putin in seinen Kriegshandlungen ist ein deutliches Signal, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir komplett und ausreichend mit guten, mit gesunden Lebensmitteln versorgt sind. Und deshalb, Herr Minister, möchte ich Ihnen auch hier als Hausaufgabe mitgeben, bitte diese 4% geplante Stilllegung ab nächstes Jahr aussetzen. Wir brauchen nicht stillig. Unsere Bauernfamilien wollen gesunde Lebensmittel produzieren, die wir auch hier und heute genießen können. Und deshalb wollen wir nicht stilllegen, wir wollen Lebensmittel produzieren. Und da haben wir zum Beispiel die volle Unterstützung, haben die Bauernfamilien unsere volle Unterstützung. Vielen Dank und euch allen noch einen schönen Tag. Ich freue mich, wieder hier dabei zu sein. Und ich freue mich auch, dass der Bundesminister die ganze Zeit mit dabei ist bei dieser jährigen Hauptalmbegehung. Ich möchte eigentlich 3 Punkte kurz ansprechen. Es gab die ersten Gespräche bei der Wanderung heute und eins möchte ich ganz deutlich sagen. Weil immer wieder geistert es, ja,
von der Seite ans Ohr heran. Also wir Grüne in Bayern stehen zur Milchwirtschaft, ganz klipp und klar. Und wir wissen auch, dass die Landwirtschaft ist systemrelevant. Ohne Essen, ohne Trinken geht es nicht. Systemrelevanter kann man nicht sein. Aber ohne intakte Natur funktioniert es auch nicht. Wir brauchen beides. Und die Almwirtschaft beweist doch vorbildlich, wie Landschaftspflege, Naturschutz und Milchwirtschaft, wie das zusammengeht in diesem Bereich. Und dafür herzlichen Dank für meine Seite an Sie alle, die das heute betreiben, aber auch an Ihre Väter und Mütter, die das vor euch gemacht haben. Ich möchte aber zwei Punkte noch ansprechen. Das Thema Kombihaltung. Ich sage das ganz deutlich. Und wir haben da mehrere Gespräche in Berlin geführt. Für uns Grüne ist es klar, wir brauchen eine Form der Kombihaltung, um die Almwirtschaft in Zukunft zu ermöglichen. Das ist unstrittig. Die Tiere zur Weidezeit auf die Weide, dass sie Winter im Stall sind, das ist nicht das Problem. Da brauchen wir eine Lösung, die langfristig trägt, um die Almwirtschaft in Bayern zu erhalten. Sie pflegt unser Landschaftsbild, sie betreibt aktiven Natur- und Artenschutz. Das wollen wir so erhalten. Ein weiterer Punkt, der gerade vom Bürgermeister angesprochen worden ist, das Thema Flächenverbrauch insgesamt. Ich würde es gerne mal etwas größer aufgreifen, weil man ist ja als Politiker in ganz Bayern unterwegs. Und wir haben in Bayern eine Politik, die massiv auf Kosten unserer Landwirtschaft geht. Wir haben einen gigantischen Verbrauch von Acker und Wiesen, die unter Beton und Asphalt verschwinden. Am Tag über 10 Hektar in Bayern. In Bayern hat ein durchschnittlicher Betrieb ca. 35 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Das heißt übersetzt, in einer Woche müssen zwei Bauernhöfe aufhören, weil die Fläche unter Beton und Asphalt verschwunden ist. Und diese Politik, die immer mehr Umgehungsstraßen in die Landschaft fräst, immer auf Kosten der Landwirtschaft. Und es bleibt ja nicht bei der Straße. Danach kommt der Discounter, ehemaliger Parkplatz, ehemaliges Gebäude und der Bäcker und der Metzger im Ort schließt. Damit fällt nicht nur eine fußläufige Einkaufsmöglichkeit weg, es fällt auch eine regionale Handelsstruktur für die Landwirte weg. Wenn der Bäcker, der Metzger im Ort schließt, das Fleisch beim Discounter kommt nicht mehr vom Landwirt aus der Region. Und da brauchen wir eine Politik, ich würde es mal so sagen, wir müssen einfach etwas anders bauen. Der Parkplatz muss nicht ebenerdig sein. Der Discounter, da kann der Drogeriemarkt auch drüber sein. Wir brauchen eine Politik, die denkt, bevor der Bagger kommt. Das brauchen wir für den Naturschutz, aber für unsere Landwirte, damit die Flächen erhalten bleiben. Ich würde so weit gehen, und das fordern wir auch in Bayern klipp und klar ein, wir brauchen landwirtschaftliche Schutzgebiete, auch Gebiete, wo Landwirtschaft Vorrang hat, aber auch vor dem Gewerbegebiet und vor der Umgehungsstraße. Wir brauchen die Fläche für die Nahrungsmittelproduktion, darin sollten wir gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Ich habe ja vorher schon eine lange Rede gehalten, deshalb will ich jetzt hier nicht nochmal eine lange Rede halten. Ich glaube, Sie sind ja auch gekommen, um die Landschaft, um die wunderbare Natur zu genießen. Ich mache es ganz kurz. Erstmal ein herzliches Grüß Gott auch an die Kollegen aus der Politik. Der Kollege Auerhammer hat ja auch ein paar Themen angesprochen. Mein Vorschlag wäre jetzt, anstatt dass wir uns jetzt hier quasi vor Ihnen duellieren und fragen, wer es falsch gemacht hat, wer es richtig gemacht hat, lassen Sie uns doch das versuchen, gemeinsam anzupacken. Ich glaube, die Landwirtschaft ist ein Thema, für Sie ist es nicht so sehr wichtig, ist die Landwirtschaftsministerin, ist der Landwirtschaftsminister von der Partei A oder von der Partei B. Sie wollen Planungssicherheit, Sie wollen Investitionssicherheit, Sie wollen kein Zickzack. Das will ich auch. Und darum finde ich, sollte man nach Möglichkeit Entscheidungen in der Landwirtschaftspolitik nicht mit 51% gegen 49% schaffen, sondern wenn es irgendwie geht, parteiübergreifend mit breitem Bündnis. Das ist genau die Politik, für die ich mich einsetze. Und das ist mein Angebot auch an die Opposition im Deutschen Bundestag und hier im Freistaat, an die Regierung. Lassen Sie uns da einfach schauen, dass wir vernünftig miteinander zusammenarbeiten. Der Ludwig Hartmann nutzt den Zugang, den er zu uns hat. Er hat sich sehr stark eingesetzt dafür, dass der bayerische Weg mit der Kombihaltung im Gesetz einen Weg findet. Wir haben das reingeschrieben. Man kann sicherlich in den Parlamentsberatungen noch schauen, dass das, was noch nicht passt, passend gemacht wird. Es wird an mir nicht scheitern, aber auch da rate ich dazu, dass man das Gespräch sucht. Dann kommt man immer zu besten Lösungen. Zum Schluss, der Ludwig hat was ganz Wichtiges angesprochen. Das ist das Thema Flächenverbrauch.
Wir haben die Situation, dass landwirtschaftliche Fläche in unserem Land schon massiv überbucht ist. Wir haben landwirtschaftliche Fläche, die tierisch unter Druck steht, durch Gewerbegebiete, durch Wohngebiete, durch Straßenbauten, durch viele andere Dinge. Und darum ist es wichtig, dass wir da auch zusammenarbeiten. Ich will ein konkretes Thema zum Schluss ansprechen. Natürlich müssen wir bei erneuerbaren Energien besser werden. Wir haben die letzten Jahre da zu wenig gemacht. Das gilt auch für die Photovoltaik. Ich sage aber auch, Photovoltaikausbau in erster Linie bitte auf versiegelten Flächen und nicht auf freien Flächen. Das ist ganz wichtig, weil sonst geht uns wertvolle landwirtschaftliche Fläche flöten. Und dann Photovoltaik bitte nicht auf Kunstflächen. Die brauchen wir für Landwirtschaft. Und wenn wir Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen nutzen, dann bitte Agri-Photovoltaik, wo wir Mehrfachnutzung haben. Das heißt landwirtschaftliche Nutzung und Photovoltaik, aber bitte kein Oder. Ich war gestern in der Hallertau. Ich hätte mir das selber nicht träumen lassen, wenn man dort den Hopfen sieht und die Dolden sieht und dann sieht, dass die jetzt oben drüber gerade experimentieren mit Photovoltaik und sehr gute Ergebnisse machen. Das ist der Weg, der uns in die Zukunft führt. Also weniger Flächenkonkurrenz, weniger Oder, mehr Und. In diesem Sinne herzlichen Dank und nochmals danke, dass ich hier sein kann. Das ist einfach wunderschön, wie Sie es hier haben. Und wir alle miteinander, egal welcher demokratischen Partei wir angehören oder ob wir überhaupt in der Partei sind, sollten alles dafür tun, dass wir diese Natur, dass wir diese Landschaft an unsere Kinder und Kindeskinder weitergeben können, so wie das unsere Aufgabe ist. Herzlichen Dank. Da, wo die großen Beutegreifer noch nicht da sind und wo es aber leben können, da sollen sie sich durchaus ausbreiten, um Gottes Willen. Aber bei uns im Landkreis Rosenheim, bei unseren Almen, sehe ich da einfach keine Möglichkeit, dass da ein vernünftiges Miteinander möglich ist. Und da müssen wir dann die Möglichkeit haben, auf die Bestandserhaltung Einfluss zu nehmen. Nicht nur dann, wenn was passiert ist, dass wir dann im Nachhinein nachdoktern, sondern wir müssen von vornherein auf die Bestandserhaltung Einfluss nehmen, so wie wir das in anderen Bereichen auch machen. Und darum müssen wir unbedingt schauen, dass wir den Schutzstatus auf EU-Ebene absenken. Bravo. Das Zweite, was wir heute auch schon bei einer von den Almen gehört haben, ist, dass nicht gerade die Weide zu den Berg gehört, sondern natürlich auch der Bergwald. Und da ist uns heute gesagt worden, dass es ganz wichtig ist, dass wir schauen, dass wir die richtigen Baumarten haben, dass die Lärche vielleicht auch ein guter Baum ist. Das ist alles recht und schön. Aber der Waldbauer kann nur dann den Bestand im Wald regulieren bzw. Einfluss darauf nehmen, wenn auch was aufkommt. Und da dazu müssen wir einfach den Wildbestand anpassen. Und da muss ich sagen, da ist halt einfach in der Hegegemeinschaft sind wir halt leider eine rote Hegegemeinschaft. Wir schauen sonst im Landkreis Rosenheim gut aus, aber da, wo halt das Rotwild daheim ist, da ist es ein bisschen schwieriger. Und da darf ich bitte schön auch alle Partner bitten, dass wir da auch das richtige Maß zwischen Wild und Wald finden. Wir haben jetzt die letzten 3 Jahre den Abschuss beim Rotwild um ein gutes Drittel erhöht. Und ich darf auch da alle Seiten um Verständnis bitten, dass wir in dem Bereich ein Stückchen weiter auch weitermachen müssen, damit wir den Rotwildbestand senken können, damit er dann die Baumvielfalt aufkommt, dass der Waldbauer auch aussuchen kann, was er groß werden lassen möchte und was an dem Standort gut passt. Und zwar nicht gerade bei den Großgrundbesitzern, sondern auch bei den ganz einfachen Waldbesitzern, der gerade ein paar Hektar hat. Und das Dritte, was ich einfach nur mal ansprechen muss, wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, aber man kann es nicht oft nur sagen, das ist das Thema Brenner Nordzulauf bei uns. Der wird heute halt einmal bei uns durch den Landkreis geplant. Mir weiß auch lieber, wenn der ganz woanders laufen darf, aber wir müssen uns halt jetzt damit auseinandersetzen. Und deswegen möchte ich von Seiten der Kommunalpolitik größtmöglichen Einfluss darauf nehmen, dass möglichst viel von dem, was da geplant wird, unter dem Boden drin geplant wird. Wir haben heute schon was gehört vom Flächenverbrauch und so weiter. Alles, was unten drin ist, mit dem taten wir uns leichter. Wir müssen alle bei Trodinger, die Bahn, die wird 100, 150, 200 Jahre Bestand haben. Also da war es schon wichtig, dass nicht die günstigste, sondern die für uns beste, verträglichste Variante gewählt wird. Und eins muss uns alle klar sein, auch gerade in dem engen Indol herin, wenn da dann die Flächen einen Deut runden,
benötigt werden für den Bau. Und wie wir jetzt seit ein paar Tagen wissen, auch ungefähr 3 Dutzend Hektar noch in dem engen Talraum braucht werden, um für die Baustelleneinrichtungen entsprechende Flächen aufzuweisen. Wenn die Bauern unten am Tal keinen Grund mehr haben, dann können sie ja in die Almen nicht mehr bestoßen. Also das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und wenn wir uns heute für die Almbauern einsetzen, dann müssen wir uns genauso für die Bauern unten am Tal einsetzen, weil das dieselben sind, die die Viecher da auch verschicken. Nur im Miteinander geht es und da darf ich auch darum bitten, dass man sich auf Bundesebene dafür einsetzt, dass da eine möglichst verträgliche Lösung gefunden wird. Wir haben, ganz ehrlich sagen, noch nicht zufrieden mit dem, was die Bahn bisher vorgelegt hat. Da darf man uns schon wünschen, dass der Bundestag andere Entscheidungen trifft 2025 zum Wohle der Menschen in dieser Region, weil wir müssen damit leben. Im Namen vom Bayerischen Bauernverband erst einmal herzlichst grüß Gott und danke natürlich für die Möglichkeit. Es ist ein Festtag für die Landwirtschaft und für die Almwirtschaft. Aber auch für die Biodiversität, wenn sich Politik, Verbände, Bauern, Bäuerinnen, Verbraucher, Gäste mit der Almwirtschaft beschäftigen. Und ich habe eigentlich 2, 3 Botschaften dabei. Das eine ist die Art und Weise, wie diese Almwirtschaft Kulturlandschaft, aber auch Heimat- und Tourismuslandschaft, aber auch Biodiversität, aber auch Lebensmittel regional und von höchster Qualität und höchst anerkannt vom Verbraucher schafft. Das ist einmalig in Deutschland, dieses Almwirtschafts- und Altwirtschaftssystem. Und das, weil es höchste Akzeptanz hat, das gilt es zu erhalten. Das ist der Wunsch der Bevölkerung, der Wunsch der Bäuerinnen und Bauern, aber auch der Wunsch der Tourismuswirtschaft. Dies ist insgesamt ein Agrarwirtschafts- und Tourismussystem, das wir hier haben. Da lebt eines vom anderen. Und es ist gefährdet. Da ist die Biodiversität gefährdet, wenn man die Rinderhaltung gefährden. Da ist der Tourismus gefährdet, wenn wir die Almwirtschaft gefährden. Und da ist die Ernährungssouveränität gefährdet, wenn wir auch die Lebensmittelproduktion gefährden. Und was meine ich damit? Und der Cem Özdemir, unser Bundeslandwirtschaftsminister, ist ja heute da. Der hat den Fußball angesprochen, den er gespielt hat, den habe ich auch gemacht. Und da gibt es eine Weisheit. Es zählt nicht, was man in der Kabine redet oder an Sonntagsreden verspricht. Es zählt das Ergebnis, das man am Platz bringt. Und ganz ehrlich, das Ergebnis ist nicht ausreichend. Was meine ich? Erstens, die Diskussion um die Tierhaltung, ihre Klimawirkung, um die Frage tierischer Lebensmittel. Wir wollen ein klares Bekenntnis zu tierischen Lebensmitteln, weil die gesund sind, weil die hier regional erzeugt werden können, weil wir so das Grünland nutzen können. Und da macht es einfach keinen Sinn, mit großen Worten Unterstützung zu sprechen und zu Hause in sein Ministerium bei Verpflegung des Ministeriums tierische Produkte zu verbieten. Da brauchen wir ein klares Bekenntnis zur Tierhaltung in allem, was man tut. Und das wünsche ich mir von unserem Bundeslandwirtschaftsminister. Und ich will auch hier die Möglichkeit nutzen, den Spruch zu sagen, von dem ich überzeugt bin: Esst Fleisch fürs Klima, trinkt Milch fürs Klima und für eure Gesundheit. Lasst euch nicht erzählen, dass Tierhaltung klimaschädlich ist. Ja, sie hat einen fossilen Anteil, wenn wir einen Traktor oder einen deutschen Strom verwenden, der einen hohen CO2-Anteil hat. Aber die Kuh, das Schwein oder das Huhn an sich kann kein einziges Kohlenstoffatom produzieren, sondern das befindet sich in einem biogenen Kreislauf. Meine Damen und Herren, wer glaubt, dass er, wenn er kein Schnitzel isst, aber in Urlaub fliegt, das Klima schützt, der hat sich getäuscht. Es ist andersrum. Die Tiere bewegen sich im biogenen Kreislauf. Null Klimaerwärmung und die fossile Energiewirtschaft ist unser Problem und deswegen müssen wir da anpacken, wo es Sinn macht und nicht da das Essen aufhören, wo es keinen Sinn macht und die Heimat und die Landwirtschaft zerstört. Deswegen esst Fleisch fürs Klima, trinkt Milch für eure Gesundheit und fürs Klima. Und jetzt mag ich zum Wolf und den Beutegreifern kommen. Ja, wer jetzt da marschiert ist, und das finde ich so klasse an der Hauptalmbegehung, dass man, und ich bin Franke, für mich sind die Berge nicht alltäglich und ich merke in meinem Körper schon, was das mit mir macht, wenn ich solche Höhen erklimme, dann spüre ich aber auch, dann wollen jetzt andere, müssen da nur arbeiten, wir haben ja heute bloß gewandert. Die sollen einen Zaun bauen, die sollen Herden schützen, die sie unter größter Anstrengung hier sowieso schon bewirtschaften. Kein Muss. Und deswegen brauchen wir einen pragmatischen Umgang mit großen Beutegreifern. Ich habe hier einen Wunsch.
weil auch der Richard Merkner dabei ist, der wird, glaube ich, dann bestimmt auch noch reden vom Bund Naturschutz. Wir kommen aus der gleichen Ecke, wir reden auch viel, Richard. Das ist gar kein Geheimnis. Ich habe einen Wunsch. Wir Bauern wollen diese Biodiversität und wir halten uns da auch für Naturschützer. Erhalten diese über 200 Pflanzen und Tierarten, die auf diesen Weiden leben. Das ist gefährdet und da brauchen wir nicht drum reden durch den Wolf. Da brauchen wir jetzt einen pragmatischen Umgang. Und wenn wir den von 5 dichtest besiedelten Regionen auf der Welt mit Wolf, wenn von den 5 dichtest besiedelten Regionen 4 Stück deutsche Bundesländer sind, dann brauchen wir nicht über einen guten Haltungszustand mehr diskutieren. Dann fordere ich die Politik auf. Wir Bauern machen mit Herz und Hand seit Jahrhunderten hier Almwirtschaft. Wir schaffen diese Biodiversität. Die haben wir nicht an Schreibtischen in Berlin, Brüssel oder München geschaffen. Die wird von den Bauern mit Herz und Hand hier jeden Tag produziert. Und deswegen ist mein Wunsch, dass wir jetzt in den Amtsstuben auch den Pragmatismus haben. Dass wir sagen, wenn wir einen Bestand haben, der weit über einen guten Haltungszustand ist, dann müssen wir den bitte erstens nach Brüssel auch melden, damit wir in der Bewirtschaftung der Wolfspopulation einsteigen können, die dann einen angepassten Bestand ergibt. Die Zeit muss doch vorbei sein, dass erst was passieren muss bei Mensch oder Tier, damit man eine Entnahme machen kann. Das macht man dann, wenn man ganz wenige Individuen schützen will. Heute haben wir eine große Population, die müssen wir managen. Da brauchen wir ein Bestandsmanagement. Es ist die Zukunft. Da lade ich Richard, dich und den Bund Naturschutz ein. Wir sind als Bauern da weiter mit dem Wissen über die Biodiversität. Wir kennen die Zusammenhänge und die Erfordernisse. Dass ihr da mitgeht und dass man den alten Gedanken, dass wir Einzelentnahmen bedenken und genehmigen, verlassen. Dass wir den verlassen, dass wir in ein zukunftsträchtiges Wolfsmanagement einsteigen, sodass der Wolf auch lernt, hier gibt es Gebiete, da ist nicht gut, wenn ich bin, weil ich da stärker einen Jagddruck habe und da gibt es Gebiete, da kann ich mich bewegen, ohne einen Jagddruck zu haben. Dann können wir das managen, ohne Einzelfälle heraufzuproduzieren, dass erst was passieren muss. Da habe ich die Bitte, gehen wir doch in so einen Zukunftsgedanken miteinander und beenden wir diesen Stellungsgrabenkrieg. Bravo! Jetzt mag ich noch eins sagen, aber ich will nicht zu lang reden. Die Kombihaltung, die muss ja kommen. Ich habe heute das Gefühl gehabt, also das erstens, das was wir heute hier sehen an Tieren, das ist Ergebnis der Kombihaltung. Wir brauchen Talbetriebe, schon angesprochen worden, um auch Berglandwirtschaft zu ermöglichen. Und wir haben im Tal Anbindestelle und Kombihaltungsbetriebe. Und ich möchte ein bisschen sagen, was für uns in Bayern Kombihaltung ist. Denn ich habe das Gefühl, dass man in Berlin was anders darunter versteht als in Bayern. Und das möchte ich schon einmal klarstellen. Wir haben eine Kombihaltung im Süddeutschland erarbeitet mit Ministerien, Verbände, mit dem Lebensmitteleinzelhandel und den Verbrauchern zusammen. Hoch akzeptiert, Haltungsstufe 2 im Regal. Und die heißt, wir haben 120 Tage Bewegung für die Tiere, unabhängig davon, ob das am Berg oder im Tal ist, auf der Weide oder in einem Laufhof. Bewegung für die Tiere. Und lieber Herr Özdemir, wir wissen aus der Biolandwirtschaft, wo wir die Auflage haben, wie sie jetzt aus Berlin angedacht ist, dass wir im Winter Auslauf ermöglichen müssen, am besten hier in 1500 Meter Höhe, da müssen wir die Tiere mit Gewalt raustreiben. Das ist kein Tierschutzfortschritt. Wir brauchen 120 Tage Bewegung und das ist die Kombihaltung. Wir brauchen keine Botschaften aus den Amtsstuben, weil man glaubt, dass es gut ist, im Januar bei 30 oder 50 cm Schnee die Kühen auszutreiben. Das ist kein Tierschutz. Übernehmt bitte diese bayerische Kombihaltung. Die ist anerkannt und die ist hoch akzeptiert und praktikabel. So, und jetzt kommt ein letzter Satz. Brenner Notzulauf, weil der so wichtig ist. Der Landrat hat es angesprochen. Ihr habt übrigens einen Landrat, der hat mir fast bei ganze Rede weggenommen. Der ist echt ein Landwirtschaftsexperte. Und der Brenner Notzulauf, der muss flächensparend realisiert werden. Hier gibt es, und das schätze ich an unsere Bauern sehr, so stark die betroffen sind mit der Hälfte, einem Drittel ihres Landes im Tal. Keine Totalopposition. Wir wissen, dass wir zudem irgendwo eine Lösung bringen müssen. Aber da erwarten wir auch, dass es dann Lösungen sind, die flächensparend geplant werden und auch eine Baustelleneinrichtung, die 15 Jahre existiert, die kostet im Betrieb die Existenz, der fängt nach 15 Jahren nicht wieder an.
Auch die muss flächensparend realisiert werden, so viel wie möglich unter die Erde. Wir haben mit der Bahn hier auch gesprochen und tun das auch nochmal gemeinsam, lieber Herr Landrat, gerne, dass wir hier eine Botschaft ersetzen. Wir brauchen die Betriebe im Tal, damit die Berglandwirtschaft funktioniert. Und das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich ziehe den Hut vor jedem, der hier Tiere hält, hier produziert das Bild, die Landschaft, das Lebensgefühl Bayerns, besser kann es nicht sein. Das packen wir miteinander an. Wir produzieren tierische Lebensmittel, Biodiversität. Das machen wir mit den Menschen. Und die Politik möge sich in diese Richtung bewegen. Denn eines muss auch klar sein. Wer sich immer mehr gegen die Menschen und ihren Willen bewegt, der kriegt da politisch immer mehr Widerstand. Und da muss man sich doch einmal auch als Politik in unsere Richtung bewegen. Das wünschen wir uns. Das ist ja schön, dass hier auch der Bund Naturschutz mal sprechen kann und dass die Mistgabeln anscheinend daheim geblieben sind. Wohlgar, die wir diejenigen sind, neben der Ampel, die an allem schuld sind. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Deswegen ist es gut, dass es dieses Format der Alm, Hauptalmbegehung gibt, weil man da miteinander ins Gespräch kommt. Und es ist besser, wie wenn man auf Veranstaltungen wie in Erding scharf macht, Gräben aufreißt, und letztlich denjenigen die Leute in die Hände treibt, die mit dieser Demokratie nichts am Hut haben. Und von daher nochmal die eindringliche Bitte, lasst uns miteinander sprechen, lasst uns miteinander nach Lösungen suchen, lasst uns miteinander konstruktiv vorangehen, so wie du es, Günther, gesagt hast. Aber hören wir auf mit Spalten, mit Zuschreibungen, mit der Ansage, wer normal ist und wer nicht normal ist und wer noch über gesunden Menschenverstand verfügt und wer nicht. Und lassen wir das sein, auch zu sagen, die in den Amtsstuben sind alle Steppen und nur wir, die wir draußen sind und hart arbeiten, die wissen, wie es geht. Und das einmal so zum Eingang. So, und jetzt glaube ich, ich kann zu vielen Themen was sagen. Egal, ob es die Frage ist, wie wir uns ernähren, wie die Landwirtschaft betrieben wird, welche Probleme sie hat. Aber lassen Sie mich auch in der Kürze der Zeit nur zwei Punkte ansprechen. Der erste ist, wir sind als Bund Naturschutz mit unseren 266.000 Mitgliedern und Förderern und mit ehrenamtlichen Aktiven wie meiner Stellvertreterin Beate Rutkowski, Kreisvorsitzende von Traunstein, Gott froh, dass wir noch in Bayern und in den Alpen eine entsprechende Landwirtschaft haben und noch Menschen haben, Bäuerinnen und Bauern, die tatsächlich diese harte Arbeit machen und auf sich nehmen. Und wir haben seit Jahrzehnten auch dafür gekämpft, dass die Bedingungen für kleine und mittelbäuerliche Betriebe besser werden und dass die Agrarförderung bei denen ankommt, nach Leistung und nicht nach Flächenbesitz. Ich glaube, da können wir auch schauen, lieber Günther Felsner, ob wir da bei der nächsten GAP-Reform dafür sorgen, dass das Königshaus von England oder Fraport oder Südzucker eben nicht für ihre Flächen, die sie haben, auch die Flächenprämie bekommen, sondern dass wir das leistungsbezogen machen. Diejenigen, die mehr für den Bodenschutz, für den Klimaschutz, für den Trinkwasserschutz arbeiten, die mehr die kleinen Flächen haben, egal ob bei uns in Franken mit der Realteilung oder hier, dass die auch mehr für ihre Arbeit entlohnt bekommen. Da stehen wir gemeinsam und da hoffe ich, haben Sie auch klar die Meinung, dass wir und letztlich ein Teil der Zivilgesellschaft Ihr Bündnispartner ist, wenn es darum geht. Und der zweite Punkt, ich habe es heute schon vermisst, dass niemand die Klimakrise angesprochen hat, weil die ist sicherlich ein mindestens genauso großes Problem, wenn nicht größeres Problem für die Landwirtschaft insgesamt, aber vor allem auch für die Landwirtschaft in den Alpen und für die Almen als das, was im Moment der Wolf und der Bär ist. Und lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, dass wir diese Klimakrise, die mit Starkregenereignissen, die mit Dürren, die mit Wetterextremen, nicht nur den Wald, sondern auch die Landbewirtschaftung und die Siedlungen gerade im Alpenraum bedroht, dass wir die miteinander tatsächlich wenigstens in den Auswirkungen verringern. Das heißt Umstieg auf erneuerbare Energien. Das heißt auch eine Landwirtschaft, die versucht, mit möglichst wenig Input an CO2 für die Düngerproduktion etc. zu produzieren.
und eine Landbewirtschaftung, die tatsächlich Bodenschutz, Bodenleben, Bodenfruchtbarkeit erhalten, auch wieder verstärkt in den Blick nimmt. Ich glaube, auch da haben wir Gemeinsamkeiten miteinander. Und es ist auch glasklar, dass sich der Bund Naturschutz nicht in die Ecke stellt, dass wir irgendjemand das Fleischfressen verbieten, das Essen, Entschuldigung. Weil, wenn wir als Menschen Gras nicht essen können, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn wir es tierisch verwerten. Über Milch, über Joghurt, über Käse, über Fleisch. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wir genügend Fleisch produzieren mit Soja aus Brasilien, gentechnisch verändert, der auch in bayerischen Futtertrögen landet. Und damit muss natürlich auch die Landwirtschaft, und das hat die Zukunftskommission Landwirtschaft in einem großen Konsens festgestellt, da hat der Deutsche Bauernverband, der Ruckwied, genauso unterschrieben wie unser Bundesvorsitzender Olaf Band, gemeinsam nach Lösungen suchen, wie wir eine Landbewirtschaftung hinbekommen, die anständig mit Tieren umgeht, die genügend Einkommen für die Bäuerinnen und Bauern erwirtschaftet und die aber auch Klima und Boden schützt. Das ist unsere gemeinsame Herausforderung. Und damit zum letzten Punkt, zum Wolf. Es ist mir glasklar, wenn Sie hier eine Alm betreiben und ohnehin schon letztlich für Ihre Arbeit mehr oder weniger kaum was bekommen. Das ist ja nicht einmal der Mindestlohn, wenn man die Stunden rechnen würde. Das ist Ihr Herzblut, das ist Ihr Engagement, das ist zum Teil die jahrhundertelange Tradition, die Sie aufrechterhalten. Das, wo Sie ohnehin schon letztlich ökonomisch, sag's jetzt mal so, vielfach am Rand stehen. Und dann kommt noch der Wolf zusätzlich. Da ist mir völlig klar, dass viele sagen, jetzt ist der Ofen aus, der muss weg, den wollen wir nicht haben, weil sonst geht man gleich ganz auf. Kann ich völlig verstehen. Wird mir vielleicht auch so gehen. Aber der Punkt ist, wir können den Wolf nicht wegzaubern und auch nicht wegschießen. Wir werden immer wieder durchwandernde, durchziehende Wölfe haben, weil sie nicht am bayerischen Grenzschild Halt machen, weil wir in Europa Wolfspopulationen haben. Und deswegen das klare Plädoyer, und da strecken auch wir die Hand aus. Wir suchen mit Ihnen nach spezifischen Lösungen. Und der Bund Naturschutz ist kein Wolfstreichlerverein. Wir haben schon lange zugestimmt, dass auch Wölfe entnommen, sprich geschossen werden, wenn sie Probleme für die Weidetierhalter machen. Aber was wir nicht akzeptieren, ist, wenn der Ministerpräsident oder die Landwirtschaftsministerin sagt, Bayern ist kein Wolfsland, weil das einfach ein Schmarrn ist. Der Ministerpräsident Markus Kommt ein bisschen Stimmung auf. Der Ministerpräsident Markus Söder wohnt 50 Kilometer vom Falkensteiner Forst entfernt. Günter Felsner und ich wohnen 30 Kilometer vom Falkensteiner Forst entfernt. Ein Waldgebiet nördlich von Nürnberg Richtung Bayreuth, wo seit mehreren Jahren ein Wolfsrudel lebt. Genauso wie in der Oberpfalz oder auch in der Rhön. Das heißt, die Wölfe sind in Bayern und wir brauchen spezifische Lösungen, und dazu gehört auch das Wort Herdenschutz in allen seinen Ausprägungen. Und der sieht für eine Schafherde anders aus als für eine Rinderherde. Und der sieht im Oberallgäu anders aus als hier im Landkreis Rosenheim. Und Herr Landrat, ich mache Ihnen das Angebot, bilden Sie einen runden Tisch, holen Sie die Leute zusammen und lassen Sie uns miteinander spezifische Lösungen erarbeiten. Da kann auch der Abschuss dazugehören als Ultima Ratio. Und es ist auch klar, dass Weiden wie hier nicht mit Zäunen schützbar sind. Aber wir brauchen spezifische Lösungen. Und wenn Sie nur meinen, mit der populistischen Ansage, jedem ein Gewehr und wir schießen ihn weg, die Probleme zu lösen, dann ist das keine zukunftsfähige Lösung. Von daher, bitteschön, lassen Sie uns zusammen versuchen, Lösungen auch für dieses Problem zu finden. Aber machen Sie nicht den Trugschluss und lassen Sie sich auf diejenigen ein, die meinen, man könne mit einem Schnellschuss die Probleme lösen. Von daher, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch die Zwischenrufe, die Buhrufe nehme ich gerne auf. Wir sind als Bund Naturschutz mit
Herdenhaltern unterwegs, konzeptionell, um Lösungen zu erarbeiten. Lassen Sie uns das miteinander machen. Das ist sinnvoller, als wenn wir auf Brüssel und auf irgendeine andere Einstufung hoffen. Die wird uns nichts bringen, sondern wir brauchen spezifische Lösungen. Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit und für den fairen Umgang, den Sie mir zugesagt haben. Dankeschön. Ja, Dankeschön, Herr Mergner. Da ist jetzt sehr viel darauf zu sagen, aber wir wollen jetzt das zusammenfassen und auch gleich den Dr. Schäfer bzw. Landesbund für Vogelschutz, Herrn Willi Reinbold, noch reden lassen und dann wird der Sepp Glatz darauf antworten noch. Auch mein Chef ist dabei, Dr. Norbert Schäfer, und ich freue mich, dass so viele Almbäuerinnen und Albbauern da sind und ein Miteinander suchen. Ich bin der Wolfsbeauftragte des LBV und es ist heute schon so viel über den Wolf gesprochen worden. Und jetzt erwarten Sie wahrscheinlich von mir, dass ich Ihnen erkläre, warum der Wolf kommt und warum der Wolf geschützt ist und so weiter. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich erzähle Ihnen mal, was ich jetzt diese Woche seit Samstag bis kommenden Freitag gemacht habe. Ich bin ehrenamtlich tätig. Am Samstag habe ich Zäune gebaut, weil ein Schäfer sagt, Mensch, der Wolf ist da, was muss ich denn machen? Also haben wir einen ganzen Samstag Zaun gebaut. Am Sonntag war ich bei einem Schäfer, der Herdenschutzhunde hat, der gezeigt hat, wie es funktioniert, Touristen, Herdenschutzhunde, Hütehunde und Schafe. Hat er gezeigt und es war dabei die Herdenschutzhundebeauftragte des Landesamts für Umweltschutz, die leider noch keinen einzigen Zuschussantrag auf Herdenschutzhunde erhalten hat. Am Montag hat mich ein Schäfer angerufen, ich komme aus dem Altmühltal, wir sind mitten im Rudelgebiet. Wir haben seit 26. Juni ein Rudel mit 7 Welpen. Habe ich meinen Zaun richtig gebaut? Da habe ich gesagt, Michael, super, du hast nicht hundertprozentigen Schutz an Zaun gebaut, sondern dein Zaun schaut optisch 500% aus. Optisch. Dann sind wir abgegangen, das war in Ordnung. Dann habe ich gefragt, welcher Saft ist denn auf deinen Zaunen? Dann sagt er, ja, 8000 Volt. 8000 passt, mindestens 4000 brauchst, habe ich gesagt. Aber wie viel Joule hast du auf deinem neuen Gerät? Ja, ich habe mir ein neues Gerät gekauft, das weiß ich nicht. Dann schaut er nach, 7,5 Joule. Sagt er, da habe ich mich noch nie drum gekümmert, ich habe halt ein Gerät eingeschalten. Dann haben wir die Erdung gemessen. Die Erdung hat nicht funktioniert. Warum? Das alte Gerät hat 0,5 Joule gehabt und jetzt 7,5. Da braucht er 5 Erdstäbe. Da habe ich gesagt, Michael, sofort den Bauer fahren, 5 Erdstäbe rein, dann funktioniert der Zaun. Dann hast du eine super Lösung. Heute bin ich bei, gestern ruft mich der Herdenschutzberater des Landwirtschafts an. Der Herdenschutzberater nimmt bei uns Zuschussanträge entgegen. Sagt er, Willi, fahr mal zu dem Bauern aus, der hat 50 Kälber in der Box, der möchte wissen, was er für einen Zaun bauen muss. Fahr ich hinaus, bespreche das mit dem Milchviehbauern, der 50 Kälber in der Box hat, wie kann er seinen Zaun bauen, damit die Kälber vor dem Wolf geschützt sind. Heute bin ich bei Erna, morgen bin ich beim Passauer Wolf heute am Vortrag und am Freitag habe ich eine Podiumsdiskussion mit einem Jäger und einem Schäfer. Ich kläre auf. Und jetzt komme ich zu Ihnen zurück. Ich danke den Almbauern, dass wir diese Almen so haben, diese super tolle Biodiversität. Dafür sind auch Gelder des Naturschutzes verwendet, das darf man nicht verschweigen. Das Umweltministerium ist heute nicht da. Durchschnittlich kriegt eine Alm durchschnittlich von den 1400 ca. 10.000 Euro Förderung für diese wertvolle Biodiversität und die wollen wir erhalten. Im Altmetall wollen wir auch die Beweidung erhalten. Und genau das ist mein und unser Initiative des Landesbundes für Vogelschutz, die Almbeweidung zu erhalten und zwar miteinander. Und ich war in ganz Europa unterwegs. Und nur drei Beispiele. In der Schweiz, und viele kennen den Marcel Züger,
der malt den Teufel an die Wand. Mir sagt die Cora, die offizielle Stelle, die für das Monitoring zuständig ist, wir haben schwierigere Flächen als im Chiemgau. Wir haben steigende Wolfszahlen. Und weil die Agritea sich um einen vernünftigen Herdenschutz kümmert, die geht aktiv raus und schaut sich das an. Und nicht ohne Ehrenamtler. Die Wolfsrisszahlen gehen nach unten. In Frankreich, da wird geschossen. Pro Wolf gibt es in Frankreich 18 Nutztierrisse. Wie viel gibt es in Bayern? 3 Nutztierrisse. Wir machen jetzt keine Diskussion. Wir machen. Nein, ich schaue. Ich kläre Sie auf, aus dem. Ich habe das gesehen. Weil Abschuss kein Weidetierschutz ist. Hat Spanien am 4. Januar 2021 den Abschuss, den legalen Abschuss von Weidetieren verboten. Am 1. Juli 2021 hat aus Weidetierschutzgründen die Slowakei den legalen Abschuss von Wölfen verboten. Der Abschuss wird den Wolf vielleicht vermindern, aber es genügt ein Wolf, der hier vorbeikommt und der wird Nutztiere reißen, wenn sie nicht geschützt sein. Wir müssen uns zusammensetzen und ich war schon mit Ihrem Vorsitzenden zusammen, mit dem Bauernverband zusammen, ich war in Berchtesgaden, wir haben uns zusammengesetzt, wie können wir unsere Tiere vernünftig schützen. Europaweit wird es uns gezeigt und wenn wir Tiere nicht schützen, werden wir Risse haben. Wir müssen Tiere schützen. Und in dem Sinn hoffe ich, dass wir uns wieder zusammensetzen und schauen, wie individuell eine Lösung ausschaut, dass unsere Weidetiere vor dem Wolf geschützt sind. Wie weiß der Wolf hier auf der Alm, der hier geschossen wird? Wie weiß der Ebersberger Wolf, dass hier Wolfschutzgebiet ist? Machen wir einen Wegweiser. Das geht nicht. Wir werden Wölfe haben und der Landrat hat es Ihnen gesagt. Warum kommt der Wolf? Warum kommt der Wolf zu uns? Der Wolf braucht eine Nahrung und der Landrat hat es gesagt, Rehe und Hirsche haben wir in Massen, sogar zu viel. Er hat Wohnungen überall und mit der Störung, mit uns Menschen, hat er gelernt umzugehen. Und aus dem Grund, Professor Kodraschall hat gesagt, wer Rehe sät, wird Wölfe ernten. Der Wolf wird da sein. Wir müssen mit ihm zurechtkommen. Und liebe Almbauern, ihr kommt mit der Natur zurecht. Wir können nicht auf Dauer gegen die Natur wirtschaften. Wir müssen mit der Natur wirtschaften. Und das ist genau das, was ihr seit Tradition macht. Und das müssen wir auch in Zukunft machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wollte mich erst einmal über das Ziel halten von dieser Almbegehung, ist ein Miteinander. Dass alle miteinander da sind, dass der Bund sagt, da ist mal zusammengekommen. Und da jetzt die letzten paar Minuten, die Stimmung hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. Ja, gehen wir her zu mir. Herr Schäfer und ich, wir werden nämlich immer ganz viel miteinander reden. Wir haben nicht immer eine Meinung, das muss man ganz klar dazu sagen. Weder beim Wolf noch bei verschiedenen anderen Dingen. Aber es ist ja so. Der Richard isst gerne Fleisch, ich isst gerne Fleisch, ich brutzel auch die einmal drüber, das muss man ganz klar sagen. Aber da verstehen wir uns. Und wir sollten jetzt nicht anfangen, irgendwelche Probleme aufzubauschen, sondern wir müssen versuchen, miteinander Lösungen zu finden. Und ich möchte das jetzt nochmal ganz klar betonen, es geht nur miteinander und wir können nur miteinander vorankommen. Anders werden wir das nicht schaffen. Wir werden diese Probleme mit dem Wolf nicht lösen, genauso nicht mit der Kombi-Haltung, die wir haben. Dass wir da jetzt zusammenkommen, da hat der Herr Minister, der Özdemir, gesagt, die Kombi-Haltung wird erhalten bleiben und das ist auch sicher für die Zukunft. Das finde ich super. Wir brauchen für die Tage noch eine Lösung. Herr Özdemir, Sie sind noch da, wir werden da noch ein bisschen schmerzen müssen, dass wir das zusammenbringen, sodass das auch für uns Bayern machbar und durchführbar ist. Und darin sehe ich dieses Ziel dieser heutigen Veranstaltung. Und ich hoffe,
dass ihr alle mit einem positiven Gefallen ausgeht und dass ihr sagt, okay, wir schauen, dass wir miteinander schmerzen und dass wir miteinander rankommen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ehrenamtlich. Ich bin jetzt seit einer Woche mit der Almbegehung beschäftigt und eigentlich schon seit einem Jahr. Wir schauen, dass die Leute herkommen. Horchen Sie zu, wenn ich rede. Hoi! Ich habe auch zugehört, wie Sie geredet haben. Entschuldigen Sie bitte. Nicht, also ich arbeite auch ehrenamtlich, nicht bloß Sie. Und ich einige Stunden hänge auch dran. Und ich muss eins sagen, ich habe Herrn Merkner versprochen, er darf reden. Ich habe euch reden lassen, ich habe einen Bauernverband haben wir reden lassen. Wir lassen die Leute reden. Wir lassen es ausreden. Jeder hat eine Meinung, jeder hat sein Ziel. Ich muss eins sagen. Wenn es gerade dann aufschaut, die Almflächen. Wo, Herr Reinbold, machen Sie den Zaun? Es ist lang schon erwiesen, dass gerade die Übergangsflächen von den Freiflächen in den Wald die Biodiversität am höchsten ist. Wo werden wir den Zaun ziehen? Wo ziehen wir den Zaun? Herr Reinbold, Sie wissen es am besten, wir wissen es nicht. Ich muss Ihnen eins sagen, wir haben Zäune, schauen Sie dann auf, das ist ein Zaun, der das Biech weggezwängt wird. Ich habe es zuerst schon erklärt. Auf der Alm ein Wolf sich einen Zaun machen, unmöglich. Und wir sperren die anderen Viecher aus. Ich war mit dem EU-Kommissar benannt, ich war mit dem Kommissionspräsidenten Delgado benannt. Wir haben gesagt, man muss das abgleichen. FFH-Gebiet heißt freie Übergangsflächen. Dann ist mir gesagt worden, das hat die EU eigentlich noch gar nicht bedacht. Weil wir sperren das ab mit kilometerweise Zaun. Und wir bringen keinen Zaun hier, wo den Wolf aufhaltet. Es gibt Gebiete, wo es geht, das kann ich verstehen. Aber wie heißt der Satz, wie mein Schutz ist nur so gut, wie ein Nachbar sein Schutz schlecht ist. Weil der Wolf, der kann ja nichts dafür. Der Wolf, der hat Hunger und geht wohin und frisst was. Und mit den eins, wir waren 2019 in Halberstadt, der Mayr und ich, da waren aus ganz Europa, wenn nicht sogar aus Amerika, der Valerie Geis, lauter Professoren, die sich mit dem Wolf auskennt haben. Und die haben alle gesagt, wenn Deutschland kein Management einführt, wird das zur Katastrophe führen. Weil wir werden Hybriden kriegen. Wir werden Wölfe kriegen und die Leute können das nicht mitmachen. Drum sagt der AVO ein geregelter Umgang. Ich sage euch, seit 2019 ist bei uns ein Bär unterwegs. Wir haben einen Bär. Aber Nutztiere ist er momentan, hat er noch nichts getan. Und solange er keine Nutztiere reißt, ist für mich kein Problem mehr, wie Sie schön gesagt haben. Wenn der Nutztiere reißt, dann müssen wir uns überlegen, was wir tun. Wir haben befürchtet, wir haben im Winter viel Wolf gehabt. Was passiert heute? Wir haben jetzt endlich die Wolfsverordnung gekriegt, dank der Staatsregierung. Wie gut sie ist, das wird sie rausstellen, aber wir haben Gott sei Dank momentan keine Risse. Es kann jetzt ein Hornweg schon sein, dass wir Risse haben. Da darf ich als Ehrenamtlicher mich gleich wieder ein bisschen einsetzen, gell? Jetzt meine ich, ich habe nichts getan. Aber ich sage es Ihnen gleich, wir als Bauern wissen, wo keine Gefahr ist, brauchen wir nichts tun. Wir haben Fuchs, Adler und sonstige Viecher, die wo unsere Schafe holen, wo Lämmlein holen, wo Kälblein reißen. Da weiß ich, wie ich mich schützen muss. Beim Wolf ist das nicht möglich. Und wie gesagt, wir mit der Zäunerei, wir machen da Zäune und stören viele andere Sachen. Ich habe zu Tessi Lödermann gesagt, das ist unsere Tierschützerin. Wenn wir einigermaßen wolfsichere Zäune haben möchten, dann bräuchte man den Zaun, wie wir beim G7 im Elmau hinten gehabt haben. 2,50 Meter hoch, einen Baum eingraben. Und was ist da gewesen? Was da Wolfviecher drin erkennt sind. Und seitdem ist die Tessi Lödermann der Meinung, dass in manchen Gebieten ein Wolf nicht tragbar ist. Dass er durchzieht, das werden wir nie verhindern können. Aber eine Sesshaftmachung. Die untere Naturschutzbehörde, bei uns der Strohwasser, der befürwortet das. Da waren wir auch in Berlin und haben das denen erklärt, mit einer breit gefächerten Mannschaft. Wir waren in Berlin im Umweltministerium und im Landwirtschaftsministerium. Da waren zwei Landräte dabei, zwei Chefs von der Naturschutzbehörde, der Tierschutz, Schafbauern, Almbauern. Wir haben das denen klar gemacht darum, die haben gesagt, so eine Vereinigung war noch nie da,
wo mit Argumenten gekämpft hat, nicht mit Trillerpfeifen oder mit Anschreien, sondern mit Argumenten, warum, weswegen wir beim Wolf uns was einfallen lassen müssen. Und Herr Mergner, ich möchte ganz klar sagen, wir wollten jetzt ein Dreivierteljahr einen Termin haben mit dem Bund Naturschutz. Hat der Strohwasser was probiert von der Unter- Naturschutzbehörde? Wir haben es probiert, wir haben keinen Termin gekriegt. Sie haben heute zugesagt, wir kriegen August an. Ich hoffe, dass wir einen kriegen. Hocken wir uns an die Schiene miteinander. Ich bin bekannt oder der AVO, dass man die Sachen ausredet. Aber wir müssen zur Lösung kommen, wo uns weiterhilft. Weil ich sage es Ihnen gleich, Hirten werden bei uns eingestellt, dass sie nachschauen beim Viech, dass gesund heimkommt. Und dass, wenn was fällt, dass man Bauer verständigt oder selber was unternimmt oder einen Stall reinhängt. Aber ein Hirte wird über kurz oder lang verlaufen, wenn er jeden Tag Wolfsrisse hat. Oder Bärenrisse. Drum meine ich eins. Im Rheintal drinnen war jetzt ein Gutachter da, der hat geschaut, wie viele Schafhirten nötig wären, im Rheintal drin die Schafe zu hüten. Weil die wollen rings um die Uhr die bewachen. Ich sage euch eins, was hilft das, wenn die Schafhalter oder der Hurt bloß an die Hände kratschen darf und sagt, Wolf, Wolf, verlauf. Ja, nach dem zweiten Mal sagt der Wolf, der tut mir nichts, dann frisst er weiter mit aller Ruhe. Und drum, wir müssen den Wolf scheu halten, der soll die Siedlungen meiden, soll Weidetiere meiden, wenn er Wildtiere reißt, okay. Aber wir müssen eine Lösung finden, wie wir dieses Problem in den Griff kriegen und ohne dass alles zu Bunde und zu Boden geht. Ich habe es gesagt, unsere Leute, wir sind viel kleinbäuerliche Familienbetriebe, die brauchen die Entlastung allen, dass sie im Sommer drunten die Niederertragsflächen bearbeiten können. Und da brauchen wir eine funktionierende Alm. Und Sie als Bund Naturschutz oder als LBV, Sie können doch nicht ein Viech über alles stellen. Ein Wolf kann überall leben, ich habe es heute in der Früh gesagt. Aber unsere Almviecher, die sind da herum und durch die Beweidung gibt es zig Viecher und Pflanzen, die auf der roten Liste sind und vom Aussterben bedroht sind. Und wenn die Beweidung zurückgeht, wird das alles zum Opfer fallen. Ein Wolf, der durchzieht, den werden wir nicht vermeiden können, aber eine Sesshaftmachung ist bei uns nicht möglich. Ich danke für die Aufmerksamkeit.